Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Wir sind immer noch hier auf der Suche nach Diktas und neuen Pokémon. Letztens haben wir Tapferkeitshöhle. Hier fehlt auch noch was. Letztens haben wir ein paar Pokémon gefangen, ein paar Diktas gefunden und mit Akuma irgendwie, ja, ich vergesse die ganze Zeit das Wort, ey. Sightseeing, ne? Wie nennt man auf Deutsch hier? Oh, das ist wieder so ein Pilz. Wenn man sich so Denkmäler und also was anguckt, so wenn eine Stadt geht und weiß nicht, die ganzen, wenn man sich zum Beispiel den Eiffelturm angucken will oder so. Ich habe gerade den Namen voll vergessen, ey. Sightseeing heißt halt auf Englisch, ne? Ja, wie heißt das auf Deutsch, ey? Ich hasse es, wenn mir ein Wort auf Englisch einfällt, aber ich nicht der deutsche Wort irgendwie, ey. Sagt irgendwie was über mich aus, ne? Ich tue irgendwie viel zu viel Zeit irgendwie in der englischen Sprache hier verschwenden im Internet, deswegen passiert das hin und wieder mal. So, ich habe mir jetzt mal eine Liste hier gemacht, wo ich reinschreiben werde, in welchem Gebiet schon alle Diktas gefunden habe, weil das Spiel mir leider nicht abnimmt. Wie kann es das wagen, ne? 3 Diktas in der Tapferkeitshöhle. 3 Chinesen mit dem Kontrabass. So dämliches Lied, kennt ihr das? Wo einfach jedes Mal genau das gleiche singst, nur als irgendwie mit anderen Buchstaben. Dra, Shanasa mit dem Kontrabass. Und ihr sagt mich, bin ich der Einzige, der das kennt, ey. Der dämlich findet. Da ist die Höhle gleich schon zu Ende. Das heißt, ich werde hier die beiden Diktas noch suchen, ganz schnell. Zum Glück sind die Gebiete nicht so riesig, ne? Also ich tue so eine Quest, tue ich irgendwie, also Quest, eine Aufgabe, was weiß ich, wie man das nennt, vergleiche ich immer hier mit dieser eigenen Taubenquest aus GTA 4, war das, glaube ich, wo du über die ganze Stadt ja irgendwie Tauben abknallen musstest. Und das Spiel hat natürlich auch nicht irgendwie gesagt, ja, da hast du schon alle gefunden oder da ist eine gefunden. Da musstest du im Spiel halt, na, Dreck. Da musstest du im Spiel ins Internet gehen und eine Karte irgendwie auf so eine Internetseite finden. Und dann wird dir angezeigt, wo überall Tauben sind. Da musstest du von alleine mehr oder weniger merken, in welchem Gebiet du schon alle Tauben abgeknallt hast und in welchen nicht. Und das war sehr nervtötend. Wenn das Spiel halt irgendwie nicht so eine Hilfestellung gibt, ist das schon ein bisschen doof. Also, und ich weiß, das war normal so in früheren Spielen, aber komm schon. Wir haben jetzt voll die moderne Technologie und also was. Kann ich nicht sagen, hat jetzt nicht so einen einfachen Marker oder hier so hier nicht hinzufügen kannst hier. Hier wäre zum Beispiel so viel verlangt, dass wenn ich alle Diktas gefunden hätte, hier irgendwie das Gebiet irgendwie, dieses Quadrat irgendwie anders zu färben oder irgendwie sowas, so im Sinne von, ja, hier hast du schon alle Diktas gefangen, oder irgendwie so ein kleines Diktas Symbol irgendwo reinzupacken, im Sinne von, ha, hier hast du schon alles gefunden, gut gemacht. Ne, jetzt muss ich mir natürlich erstmal wieder notieren, wo ich alle Diktas gefunden habe, damit ich selber nicht durcheinander komme und dann irgendwie, weiß nicht, wenn mir nur noch ein Diktar fehlt irgendwann, ich nicht irgendwie da stehe und bedenke, oh nein, welches Gebiet habe ich noch mal nicht alle Diktas gefunden. Da muss ich mir wahrscheinlich irgendwie so ein Internetvideo angucken, wo mir dann, wo jedes einzelne Diktar da abgesucht wird und ja, ich muss dann gucken, ich muss dann das mit meinem Spiel abgleichen, so war ich da schon, war ich da schon, und auf darauf habe ich gar keinen Bock. Deswegen notiere ich mich jetzt hier jedes Gebiet, wo ich alle Diktas gefunden habe. Bis jetzt sind 2, wenn ich mich nicht irre. Ich, bis jetzt waren, glaube ich, nur 2. Und ja, ich hoffe, ich komme dann nicht irgendwann durcheinander. Ich gucke schwarz, hier ist noch ein Item. Wo ist noch mal dieses Gebiet mit dem Pinsias und so? Da möchte ich mal in dieses Sandgebiet.
Da würde ich am liebsten mal reingehen. Da sahen aus, als wären da ein paar neue Pokémon. Oh Gott, die sind ja echt versteckt, ey. Gut versteckt, finde ich. Na, noch vier liegt das. Aber so schwer ist es jetzt eigentlich auch nicht. Also nicht ganz langsam über jedes Gebiet hier so vorbeifahre, werde ich die schon finden, ne? Also es könnte schlimmer sein, wenn ich ehrlich bin. Wie komme ich in dieses Sandgebiet? Ja, jetzt haben wir jetzt natürlich nichts. Ich glaube, hier dem Wasserweg entlang war das jetzt, ne? War der Wasserweg, den ich auf Karte gesehen habe. Ah, da ist es zu Ende. Ich glaube, da ging es irgendwo lang, ne? Da war es irgendwo dick da. So eine Quest hätten sie irgendwie im Originalspiel reinpacken können, finde ich. So allgemein immer so Sachen, die du immer wieder suchen musst im Laufe des Spiels. So wie der Wunderkoch in Tales of Vesperia, der sich mal in irgendwelche Gegenstände verwandelt und wenn du irgendwie siehst, wie ein Gegenstand so ein bisschen hinaussticht, dann sprichst du den an und dann verwandelt er sich in Koch und dann haut er sich selber mit der Bratpfanne und geht dann wieder zurück zu seinen Leuten. Hat das Sinn gemacht? Nein, natürlich nicht. Das ist noch die TM, sehe ich gerade. Die TP, Entschuldigung. Minze habe ich gefunden, cool. Auch nicht schlecht, dafür muss ich 20 GP normalerweise ausgeben. So, wo bin ich denn jetzt? Ja toll, du sagst mir nicht genau, wo ich bin immer. Ja. Ich will eigentlich schon noch ein paar Pokémon hier fangen, wenn es geht. Ausdauer, geil. Da kann ich nicht hin, doch. So, gehe ich per Wasser oder gehe ich per... Ich muss... Okay. Ich hasse es, wenn ich zu ein Gott verkackter Rack, ey. Ich hasse es, wenn ich genau zu einem bestimmten Ort will und ich versuche auch dahin zu kommen, aber ich finde trotzdem nicht meinen Weg dahin. Aber ich darf nicht vergessen, den Jäger noch zu heilen, wo wir hier gleich weitermachen. Die Karte bringt mir nichts. Ich gucke da jetzt nicht mal drauf. Weil ich irgendwie eine Karte aufrufen muss, die boah, da war ein Dick da. Weil ich irgendwie eine Karte aufrufen muss, so, hier ist noch eins kommen. Sobald ich irgendwie zwei Menüs irgendwie abklappern muss, um eine Karte aufzurufen, ist das mir halt schon irgendwie zu aufwendig. Bei mir muss eine Karte auf einen Knopfdruck sein, damit ich mich zurechtfinde. Gott, mir fehlt hier nur ein Dick da und ich finde das nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Na gut, egal. So, ich gehe mal dahin und ich weiß nicht, wie man reinkommt, ey. Zu diesem blöden Turm, in Richtung dieses Turms ist das. Der Turm war irgendwie von, den konnte man von hier aus irgendwie sehen, ne? Glaube ich. So, da. Ich fahre einfach in die Richtung immer. Weil ich ja schon irgendwann da landen, ne? Will ich noch anders machen, außer Dick das finde ich schon wieder in diesem Tunnel. So, da hinten muss ich raus. Kämpfergott, hier habe ich schon alle Dinger, ne? Okay. Ich glaube, da war da irgendwo, ne? Alter. Fleiß eben. Das ist neu. Ich frage mich nicht, wie ich nochmal dahin gekommen bin. Ich musste durch den Tunnel, genau. Das ist noch ein relativ neues Gebiet. Da sollte ich am besten hingehen. Waren wahrscheinlich noch die neuesten Pokémon auf mich. Die neuesten alten. Hier war ich aber noch nicht. Ich habe mich hier noch nicht so umgeschaut, glaube ich. So, aber erinnere dich, geht gleich wieder boom. In die Höhle rein. 12 Dick das. Alles klärchen. Guck mal hier noch ein bisschen. Scooten. Da ist noch eins.
Da kann ich mal schwimmen. Gut, ich dachte, er wäre es. So ein kleiner Abhang, da ist noch ein Weg da. Und dann können wir mal irgendwie hier zu diesen einen Typen zurückkehren und gucken, wie viele noch übrig sind und was wir bekommen. Warte, noch was da. So. Wette doch, hier ist irgendwo noch eins, ne? Pass auf. Was ist das denn? So. Da, ich sehe es. Gib mich. Gib ihm hart. Volles Fund aufs Maul. Ja. Ein alter Let's Player, der hat immer, weiß nicht, wenn er mit einem Kollegen, der hat immer, weiß nicht, so 3-4 verschiedene Kampfspiele irgendwie mit Kollegen gespielt. Pinsel, ja, dich habe ich noch nicht. Und weiß nicht, so Tekken, Dead or Alive, Street Fighter, glaube ich, Smash. Und der hat jedes Mal irgendwie, wenn die einen anderen Part rausgebracht haben, was mit anderen Part meine ich anderes Spiel, der hat jedes Mal anders genannt. Das erste war irgendwie Tekken, die ist irgendwie letzt volles Fund aufs Maul. Dann haben die im zweiten Part irgendwie Street Fighter gespielt, let's give him hard. Da fand ich wohl witzig. So, ich muss Druckschlag einsetzen, weil ich habe Wahlband. Ich habe keine andere Wahl. Oh Gott. Warte mal, er dürfte mich gar nicht treffen, ne? Ich glaube, da trifft er nur Pokémon, die niedriger gelevelt sind als du, ne? Nee. Bin sie jetzt ein cooles Pokémon eigentlich, ne? Finde ich. Vom Design her irgendwie. Ist eigentlich eins der ersten Pokémon, der gegen das Ash gekämpft hat. Er hatte noch einen Safcon, der hat irgendwie so einen Käfersammler irgendwie bekämpft, der hatte auch einen Safcon. Und sich erstmal 20 Minuten lang irgendwie Härtner eingesetzt und dann gestanden, bis beide irgendwie umgekippt sind. Der Schatz eines Pinsels hängt von seinen Hörnern ab. Je dicker und stattlicher diese sind, desto beliebter ist es bei anderem Geschlecht. Ja, genau wie bei uns Menschen. Und ja. Da hat der andere Trainer irgendwie seinen Pinsel herausgeholt und hat irgendwie das Safcon von Ash irgendwie einfach voll zerstört. Zwischen seinen Scheren irgendwie fast aufgeknackt, den Panzer. Und die ersten Folgen von Pokémon waren ganz schön krass irgendwie. Upgrade, hey, das ist für Pyrigon. Okay, oh Gott, der wollte mich rammen. Und die erste Staffel von Pokémon war schon irgendwie extremer. Allgemein irgendwie noch 8, okay. Aber dann haben sie sich irgendwann entschieden, ja, Pokémon ist für Kinder, lass das alles voll verkindlichen und überhaupt nicht ernst machen. Zagos und ich habe ich noch nicht, ne? Weil ich erst Staffel hatte irgendwie voll krasse Sachen irgendwie. Ja, Brocco, Ash, Misty, die wurden alle mal mit einer Pistole irgendwie bedroht von irgendeinem Typen in Saffronia City. Oh Gott. Ich glaube allgemein hier die Geister-Pokémon man auch ein bisschen. Oh, du hast eine Fähigkeit, die verhindert, dass du Rückstoßschaden bekommst, nehme ich an. Ja, ne? Ja, gibt's ja so eine Fähigkeit, ne? Steinhaupt oder irgendwie sowas? Ne. Doch, könnte vielleicht sein, weiß ich nicht. Denkt Dreck auch so an seine verstorbene Mutter, so weint es. Seine Schluchzen hält dabei in den Schädel auf seinen Kopf klangen wieder. Okay. Oh, wie putzig. Nicht wahr? Okay, war noch irgendwas anderes in Sandan. Oh. Entschuldigung. Ein Sandan, wild erscheint. Dann habe ich auch noch nie verstanden, warum muss immer ein Wild irgendwie hinzugefügt werden. Sandan Wild, ja, mir ist schon klar, dass das ein wildes Pokémon ist. Ich bin gerade in das reingegangen. Warum muss das Spiel jetzt noch extra so? Wenn er jetzt nicht wild stehen würde, würde ich irgendwie denken, das gehört vielleicht irgendjemand anderen. Und ich soll irgendwie darüber nachdenken, ob ich es abfangen soll. Hör, vielleicht gehört es ja jemand anderen. Vielleicht sollte ich es nicht fangen oder so. Das ist schwachsinnig. Oh, wieder so eine Kleinigkeit. Keinen Sinn macht.
verstehe Pokémon nicht. Es war jetzt sehr gerne in trockenen Sand. Dadurch befreit sein Körper von Schmutz und Feuchtigkeit. Genau wie wir Menschen. Okay, Deck da. Ich hab dich. Jetzt musst du mich fangen. Das ist alle, die sich in Aufwärmtunnel befinden. Okay. Notieren. So. Okay. Ja, das wird jetzt so ein kleiner Running Gag, dass ich immer wieder hier notieren muss. Schon gefunden habe oder nicht. Noch nein, Dick da. Wunschbrocken, nicht schlecht. Nicht schlecht. Stimmt, angenehm mild für die Jahreszeit. Okay. Mal gleich gucken, wie viel ich insgesamt schon ab. Müssten schon eine Menge sein eigentlich, ne? Ich würde jetzt mal so raten, 60, 70 Stück, ne? Vielleicht. Keine Ahnung, mal schauen, bitte. Hier sehe ich noch kein neues Pokémon. Ein Feuerstein, ein Dickter. Lass mich raten, die letzte Belohnung ist ein Alola Dickter, ne, für alle 151 Dinger, ne? Ja, voll lahm. Ja, was könnte man? Ich nehme jetzt mal an, wir kriegen nur Alola Pokémon, ne? Oder vielleicht andere. Ja, Alola ist ja eigentlich die einzige Region, die ist noch. Hey, die ist noch nicht. Ich meine, was gibt's denn noch für Formen, ne? Alola, Galar. Ja, ja, Alola hat ja mehr so andere Formen eingefügt, mehr oder weniger, ne? Also können die ja nur aus Alola kommen. So. Und ich habe bis jetzt nur zwei bekommen, glaube ich. Ne, ich habe einen Bauzi bekommen und habe ich glaube, ich habe einen Dick da bekommen, oder? Weiß ich nicht. Ich habe nur irgendein anderes Pokémon bekommen. Ich habe einmal einen Bauzi und irgendwas anderes bekommen. Ich weiß, ich vergessen hat. Keine Ahnung. Fangen wir erstmal hier. Hier ist es Garnobil, genau. Rip. Und cooles Pokémon. Das Sonnenbrille. Es sieht aus, als hätte es eine Sonnenbrille an. Ja, die Wüste nachts abkühlt, vergräbt sich tief im Sand und schläft dort, bis die Sonne wieder aufgeht. Und ich muss schon wieder niesen, das gibt's nicht. Aber meine Nase, die ist die ganze Zeit so am Jucken. Und hier ist eine Rehornios, geil. Max Reins herangezüchtet und so. Mit dem Master getauscht und hier war doch gerade irgendwo ein Dick da. Jetzt kannst du einfach locker flock hier fangen. Ich muss schon wieder niesen, ey. Vielleicht ordentlich die Nase putzen, ne, geht so nicht. Und Schützer um Rions Rizeros weiter zu entwickeln. Und ja, dann muss ich meine Bonbons hier leicht nicht verschwenden. Knogger, also sieht Knogger irgendwie so badass aus gerade. Ein Volltreffer. Notsituation. Macht aber. Ah, oh, nee. Aha. Stimmt. Da gibt es ja irgendwie so eine Strategie irgendwie. Oh, super Fang. Ich glaube, wenn man irgendwie ein ganz schwaches Pokémon nimmt, eine Notsituation kann, dann kann man irgendwie alle. Ich glaube, da gab es irgendwie so eine Ratzfatz-Strategie, ne? Nimmst eine Ratzfatz mit Notsituation, kannst halt Bauchgleich gegen jedes andere Pokémon einsetzen. Dann Ruckzuck-Hieb einsetzen und dann zu erledigen. Als seine Trauer überwand, entwickelte er sich und wurde stärker. Mit seinen Knochen als Waffe stellt sich Knogger mutig seinen Feinden. Okay. Und ich habe ich glaube ich auch noch nicht, ne? Ich habe deine Entwicklung, aber ich habe noch nicht dich. Na, komm mal her. Versuche am Ende des Parts hier einige meiner Pokémon zu entwickeln. Jetzt war auch noch. Oh Gott. Stimmt. Auch noch hinter uns haben. Ja, echt. Ich werfe einfach einen Ball. Ja, ich werfe einfach einen Ball. Ist ein bisschen schläfrig. Nein, du bist nicht schläfrig. Das ist ein schlechtes Zeichen mit deinem HP gerade. Ich fühle mich so schwach. Bin ich müde? So, da Tiri wurde gefangen. Da so, finde ich gut, dass ich noch eine Menge Pokémon hier fangen bekommen.
Sein wunderschönes Switcher ist in Wirklichkeit eine Warnung. Wer in sein Revier eindringt, wird gnadenlos von ihm gepickt. Ach Gottchen. Oh. Schlagbohrer. Oh, ich dachte, da wäre nicht da. Nur so komische Farben gesehen. Da war gerade ein Nick da, habe ich gesehen. Hier. 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 Nein, nicht du Jäger. Hier. Jetzt zieht da so ein Jäger aus dem Boden. Jäger. Okay. So groß ist das Gebiet hier nicht. Hier werde ich ja wohl noch auch die Diktas finden. Ne? So, einen seiner Konten da habe ich schon in mein Team sogar gerade. Das wäre so eine Sache, die ich mich schön ausgehen kümmern kann. Also ich bin gerade mit Tales of Vesperia diesen ganzen ein Heißorb. Cool. Ich bin gerade mit Tales of Vesperia mit diesen ganzen Offscreen Zeugs durch. Ich muss eigentlich nur noch irgendwie mich hinsetzen und die restlichen Sachen erledigen. Und da kommt Pokémon hier weg und ich muss wahrscheinlich Offscreen diese ganzen Dick das erstmal erspähen. Ich werde mir nicht eine Guide oder irgendwie sowas angucken oder so. Also ich finde die echt von allein überhaupt nicht. Aber ich versuche so viel wie möglich allein zu finden. Wenn die jetzt einfach ja so mitten drin irgendwo sind, ist das natürlich ein bisschen doof, wie zum Beispiel hier. So, ich will jetzt auch nicht hier die ganze Zeit rumfahren und suchen, dann eventuell auch nichts finden, das wäre ein bisschen doof. Deswegen, aber ich weiß auch gar nicht, oh, das ist noch eins. So, schon zwei, vier noch. Zwei Liter. Wir haben nur 8 Minuten, kommen schaffen wir auch noch zu finden irgendwo. Einfach, wenn ihr eins seht, sagt Bescheid, dann gehe ich direkt dahin. Ja, ich höre euch, auch wenn eine Voraufnahme hier schon ist. Ich glaub's nicht, vielleicht soll ich mal so näher ranzoomen, ne? Glaube ich besser. Aber wenn ich weiter auszoome, dann sehe ich irgendwie, kann ich eine größere Fläche abdecken. Ich hab schon zwei Dinger und da ist nur hier so ein kleiner, ein kleiner Oller Ort. Wenn ich ja wohl irgendwo noch finden, auf die Schnelle kommen. Wird doch nicht so schwierig sein. So, Pokémon entwickeln muss ich auch noch am Ende des Parts. Merke ich gerade. Ich glaube, das mache ich, nachdem ich die letzten beiden Dick das hier gefunden habe, wenn ich sie finde. Da ist schon mal eins. So, jetzt nur noch eins. Komm. Ein paar Alola Pokémon können wir uns vielleicht auch abholen. Wenn nicht. Alola Pokémon. Hallo. Komm her. So, dafür, für dich muss ich mich aber hochheilen. Wie so ein Gefühl. Ramot. War nicht das Ding, das sich irgendwie auf Level 70 erst entwickelt hat. Ich glaube ja, ne? Da fand ich voll doof in Pokémon Schwarz und Weiß. Hey, da kann gar nicht existieren. Du hast. Oh Gott. Au. Da fand ich voll doof damals in Pokémon Schwarz und Weiß. Ich habe mir so ein klasse Team erstellt und weiß nicht. Die meisten Pokémon Schwarz und Weiß haben sich so spät erst entwickelt hier. Geronimatz irgendwie. Hatte ich mein Team. Hat sich Level 54 entwickelt, glaube ich. Ich glaube, der Champ war gerade mal Level 55. Der letzte Gegner war ja nicht so ein klassisches Story hier in Schwarz und Weiß, da war ja der Bösewicht, war ja der letzte Gegner im Spiel. Und ja, ich habe meine Pokémon dann erstmal alle so hoch trainiert, bis Geronimatz sich entwickelt hat, und da war ich schon ein bisschen zu stark. Und da gab es Dutzende solcher Pokémon, die sich so spät erst entwickelt haben. Da war es schon irgendwie, weil ich schon 4-5 Level über die Story. Das schaffst du nicht. So, einige sagen, es verstreut glühende Flügelstaub, um Brände auszulösen. Andere meinen, es rettet dadurch jene, die unter Kälte leiden. Hier, ich wärme dich. Verkohlt einfach hier so ein Typen. Ah. Na, Korn Wundersaat auch schon wieder. Habe ich doch gerade gefunden. So, das wird jetzt natürlich ein bisschen doof. Wo könnte jetzt das letzte Dick da sein? So, ich muss mal diese ganzen Dinge wegmachen, damit ich mich nicht ablenken. So, wo ist das letzte Dick da? Werde ich auch noch hinkommen.
Wird nicht so schwierig sein, ey. Je nachdem, wie lange ich jetzt brauche, könnte das natürlich jetzt hier eine Minute dauern oder 5 Minuten, ne? Aber ich vertraue mir schon, dass ich das. Ich traue mir schon zu, dass ich das Viech schon irgendwie finden will. Da ist ein Scharnier zum Leveln. Ich hoffe, wir begegnen jetzt nicht noch irgendwo hier so ein neues Pokémon. Nicht, dann muss ich das Konnt ignorieren. Hallo, es kommt, wo bist du, damit ich dieses Gebiet auch haken kann, ne? Ich habe noch 4 Minuten, komm. Wo bist du? Mein Gott. Ey, reagier nicht darauf. Boah, mein Gott, ey. Locker jetzt hier nur so 5 Minuten kostet. So, jetzt muss ich mir Wüstensenke noch notieren. So. Wüstensenke, egal. So, ich würde sagen, die Gala-Pokémon, die Alola-Pokémon holen wir uns jetzt nicht ab. So, auf dem Tunnel haben wir. Auf dem Tunnel hatten wir auch alles, ne? Gut. Fahrt der Prüfung. Ich kann jetzt eigentlich ganz locker jetzt so nachschauen, wo ich hier mal. Aber Fitness mehr. Das hier alles hat Fitness mehr. Oh Gott. Hier war ich noch nicht. Wabeninsel und so. Da sollten wir vielleicht mal hingehen, ne? Da wäre mal eine Idee. Wabenmeer. Perlenarchipel. Ja, gehen wir da mal in den nächsten Part hin, ne? Ich mache jetzt aber erstmal hier einen Schnitt. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann weiter. Nachdem wir wieder ein paar Diktas und so gefangen haben, glaube ich, ne? Mal schauen. Ich werde mir schon mal überlegen. So, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr das bitte ein Like, ein Abo könnt, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.